Er kommt bei Nacht und am Tage. Hinterhältig, überraschend. Der Hurrikan, Hurricane, der Böse, der Gott des Windes, so heißt er im Atlantik. Taifun, Taifun nennen ihn die Chinesen seit Jahrhunderten. Den großen Wind, der Regenmassen und Riesenwellen mit sich führt. Gemeint sind tropische Wirbelstürme, Taifune, 1000 Kilometer im Durchmesser, die jeden Sommer über den Pazifik ziehen. Wenn sie auf Land treffen, verwüsten sie alles, hinterlassen Schäden in Milliardenhöhe. Die Stürme können jedes Jahr Tausende das Leben kosten. Besonders die Küstenbewohner haben es schwer, sich auf die Stürme einzustellen, denn Taifune ändern scheinbar ohne Grund ihre Intensität und ihre Richtung. Forscher arbeiten fieberhaft an einer Verbesserung der Vorhersagen. Toshiyuki Harada ist Fischer in Numazu, nur 2 Autostunden südlich von Tokio. Seit Jahrhunderten sind seine Vorfahren, wie heute er, durch die Suruga Bay zum offenen Meer hinausgefahren. Immer hing ihre Existenz an Wind und Wetter. Der Pazifik schenkt ihnen den Fisch, brachte aber auch Tod und Vernichtung. Seit ein paar Jahren zieht Harada in dieser Bucht Zierfische für Sushi-Restaurants in Tokio auf. In riesigen Unterwassernetzen, verbunden mit festen Eisengerüsten, hat er pro Netz 40.000 empfindliche Fische. In den großen Sommerstürmen sind sie in Gefahr. Wir Fischer vertrauen uns in unserem Fischerherzen dem Gott des Meeres an. Wenn man hinsieht, gibt es dort das Tori und dort den Hokora, den kleinen Schrein. Diesen Gott beten wir jedes Jahr am 29. Oktober an. Ihm ist die Hochseefischerei, die Sicherheit der Schifffahrt und unsere Gesundheit anvertraut. Numazu ist eine alte Hafenstadt an der Tokaido-Straße, die Tokio mit Osaka verbindet. Früher kamen jeden Sommer die Kaiser hierher, um die Landschaft der Bucht zu genießen. Heute rasen im Minutentakt die Shinkansen, die Schnellzüge, an der kleinen Stadt vorbei. In der Zentrale der Feuerwehr im obersten Stock des Rathauses herrscht hektische Betriebsamkeit. Kommandant Hirai und sein Team haben ihn seit einigen Stunden auf dem Schirm, den nächsten Taifun, der Numazu treffen wird. Die Mitarbeiter der Feuerwehr wissen es spätestens, seit sie die Vorhersagen aus der Taifunzentrale in Tokio bekommen haben. Das wird ein anstrengender Tag und eine lange Nacht. Schon jetzt regnet es stark. Ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes kontrolliert im Hafen die Vorkehrungen gegen den Sturm. Denn nicht nur der starke Wind und die Wassermassen zerstören bei einem Taifun die Stadt. Sturmfluten und Wellen bis zu 10 Meter Höhe haben in der Vergangenheit große Schäden angerichtet. Deshalb wird ein gewaltiges Betontor vor der Hafeneinfahrt geschlossen, um Schutz vor dem Taifun zu bieten. In ein paar Stunden wird der Taifun Yagi über die Stadt fegen. Entdeckt wurde er bereits vor 5 Tagen. Rückblick. Mitarbeiter des Taifun-Warndienstes in Hongkong finden einen verdächtigen Wolkenberg.
Vorhersager Wu ist der kleine Fleck auf einem Satellitenbild aufgefallen. Nun diskutiert er mit seiner Kollegin, ob aus dieser Wolkenansammlung ein Taifun entstehen kann. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Je früher die Sturmjäger den Taifun entdecken, desto besser sind die Chancen, seine Zugbahn vorherzusagen. Für den Laien sieht das Satellitenbild aus wie viele andere. Es gehört viel Erfahrung dazu, sich die realen Vorgänge vorzustellen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Tropische Stürme sind ein Phänomen, das Prozesse unterschiedlicher Größenordnung in der Atmosphäre einschließt. Von einer kleinen Kumuluswolke bis zu einem Wirbelsturm, der sich über einige hundert Kilometer erstreckt. Man muss das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente und ihre Bewegungen vom Wassertropfen über die Luftströmung bis zur Atmosphäre verstehen und berücksichtigen. Ich denke, im Moment haben wir noch sehr wenig Wissen darüber, warum sich tropische Stürme quasi aus dem Nichts bilden. Sie entstehen aus einer Wolkenansammlung. Wir sehen häufig Wolken in der Atmosphäre, nur sehr wenige entwickeln sich zu einem tropischen Sturm. Warum? Wir wissen es nicht. Bekannt ist jedoch das Prinzip, wie ein Taifun entsteht. Nur von Mai bis November ist der Pazifik warm genug, um die Superstürme zu gebären. Das Wasser muss eine Temperatur von mindestens 26 Grad Celsius haben. Das warme Meerwasser verdunstet und steigt nach oben. Zunächst bilden sich aus dem Wasserdampf nur einige Wolken, die sich dann zu Wolkenbergen auftürmen. Die warmen, feuchten Luftpartikel kühlen sich beim Aufstieg ab und stürzen wieder zur Meeresoberfläche hinunter. Dabei wird Wärme abgegeben. Durch das Umwälzen der Luftmassen entsteht ein Sog, der immer mehr feuchtwarme Luft hineinzieht. Dann wird das ganze Wolkensystem durch die Drehbewegung der Erde in Rotation versetzt. Erst jetzt ist der Sturm auf Satellitenbildern sicher zu erkennen. Seine Energie bezieht das sich drehende Ungetüm aus dem warmen Meer, aus Millionen Tonnen Wasserdampf und Luft. Jahrhundertelang trafen die Taifune Japan unvorbereitet. Was der stärkste Taifun der Neuzeit, 1959, in der Bucht von Nagoya anrichtete, kann man im Stadtmuseum sehen. Als 15-jähriger Junge hat Kunio Fuwa den verheerenden Taifun erlebt. Diese Erfahrung hat ihn so verändert, dass er dieses Museum zur Erinnerung an die Opfer gründete. Er wird den Sonntag, an dem die ganze Familie zu Hause war und plötzlich der Sturm aufkam, nie vergessen. Die Tür klapperte so wild, dass die ganze Familie versuchte, sie festzuhalten. Trotzdem wurde sie fortgerissen und flog davon. Um 6 Uhr wurde der Strom abgeschaltet. Wir holten die Taschenlampen und sahen dann, wie ganz plötzlich von überall her hohe Wellen kamen. Wir waren umringt von einer Wasserwand. Wir flohen nach oben ins Haus, aber Vater, Mutter und ein jüngerer Bruder schafften es nicht. Sie wurden von den Fluten fortgerissen und kamen ums Leben. Nur meine beiden kleinen Brüder und ich, wir klammerten uns ganz oben im Dachstuhl fest, bis das Wasser zurückging und wir gerettet wurden. Der Isewan-Taifun forderte fast 5000 Menschenleben. Die große Zahl der Opfer kam zustande, weil die Menschen vom Sturm überrascht wurden. Es gab kein Fernsehen, nur wenige hatten Radio. Das Taifun-Museum wird heute von vielen Menschen besucht, die als Kinder und Jugendliche das traumatische Erlebnis des Isewan-Taifuns hatten. Nach diesem Sturm änderte Japan seine Gesetze zum Katastrophenschutz. So etwas sollte nie wieder geschehen.
Im modernen Japan ist man vorbereitet auf Naturkatastrophen. In einer Simulationsanlage der Feuerwehr in Tokio kann der Besucher am eigenen Leib erfahren, mit welcher Gewalt Taifune wüten. Vorbereitung auf die Begegnung mit einer Naturgewalt, allerdings künstlich produziert. Die Feuerwehr verfolgt mit ihrer Simulationsanlage auch eine pädagogische Absicht. Die Bevölkerung soll die Kräfte der Natur nicht unterschätzen. Sie soll die Warnungen durch die Wettervorhersagen richtig einschätzen und sich nicht unnötig in Gefahr begeben. Wir beginnen jetzt mit der Taifun-Simulation. Bitte halten Sie sich am Geländer fest und lassen Sie nicht los. Achtung, wir beginnen jetzt. Hier wird ein Sturm mit etwa 100 km pro Stunde simuliert. Der Wind treibt einem den Regen mit einer solchen Gewalt entgegen, dass man glaubt, vor einer Wasserwand zu stehen. Man muss alle Muskeln anspannen, um sich gegen den Sturm zu stemmen. Überall ist Wasser. Man kann nichts mehr sehen. Man kann nicht mehr atmen. Man ist der Situation ausgeliefert. Nur in der Natur kann man diese Gewalt nicht abschalten. Wer diese Simulation erlebt hat und nach wenigen Minuten verzweifelt nach Luft ringt, kann sich vorstellen, wie Monster-Taifune mit Windgeschwindigkeiten bis zu 300 Kilometern in der Stunde wirken. Guam liegt, umgeben von einigen kleinen Inseln, mitten im Zentralpazifik. Über tausende von Kilometern gibt es nur Wasser, das besonders in der Taifunsaison sehr warm ist. Der ideale Geburtsort für tropische Stürme. Deshalb wird das Gebiet auch Kreissaal der Stürme genannt. Die Taifune haben die Landschaft geprägt. Es ist das Revier von Charles Gard. Seine Freunde nennen ihn Chip. Er beobachtet hier seit 30 Jahren die Entstehung der Taifune. Durch seine Erfahrung kann er an der Farbe des Wassers und an der Wellenhöhe den aufkommenden Sturm erkennen. In Guam ist man auf Stürme vorbereitet. Jeder Laternenpfahl ist ein Monumentalbau und auch die Häuser sind aus massivem Beton. Chip ist Chefvorhersager des US-Wetterdienstes NOAA auf Guam. Bei seiner Arbeit mit Taifunen hat er so etwas wie ein Sensorium für diese Naturerscheinung entwickelt und trotzdem lernt er immer dazu. Das Leben der Menschen auf den vielen umliegenden Inseln hängt vom Sachverstand seines Teams ab. Auch die Meteorologen in Guam haben den verdächtigen Wolkenberg entdeckt, der schon den Kollegen in Hongkong aufgefallen war. Mittlerweile hat sich aus den Wolken ein kleiner Sturm entwickelt, der noch wächst. Es scheint immer wahrscheinlicher, dass er bald Taifunstärke erreichen wird. Ja, weißt du, wir haben da diesen tropischen Sturm, fast Taifunstärke, oben im Norden, im nördlichen Teil der Marianainseln. Im Moment beunruhigt uns das nicht sehr, aber später oder morgen könnte er zu schweren Monsunregenfällen führen. Okay, mach's gut, bis dann. Woran erkennen Chip und seine Kollegen, dass dies ein Taifun wird und wie er sich weiterentwickelt? Taifune vorherzusagen, ist eine wirkliche Herausforderung. Die Leute, die das hier machen, lieben es. Sie haben es einfach im Blut. Wir wollen aber auch bei jeder Vorhersage mehr über Taifune lernen und was sie antreibt. Guam ist ein hervorragendes Labor der Natur, um Taifune zu studieren. Guam is a natural laboratory for studying typhoons.
Im Krieg gegen die Japaner verlor die US Navy etliche Schiffe durch Taifune, die sich unbemerkt irgendwo in den Weiten des Pazifiks bildeten. Das war der Beginn der Taifunforschung. Um die Stürme zu suchen, starteten die Navy Typhoon Hunter bereits in den 50er Jahren zu ihren gefährlichen Flügen von Guam aus. Einige Flugzeuge kamen von diesen Einsätzen nicht zurück. Die robusten Maschinen hielten jedoch in der Regel den enormen Turbulenzen stand. Bereits damals wurden Sensoren abgeworfen, die die gemessenen Daten aus dem Taifun funkten. Noch heute sind diese Daten wichtige Informationen für die Vorhersage. In the 70s, it was pretty primitive. In den 70ern war es ganz schön primitiv. Damals hatten wir kaum Computer, das war viel Handarbeit. Wir hatten Bleistifte und Papiermappen. Wir bekamen Faxe von Flugzeugen, die uns mitteilten, wo sie einen Taifun gesichtet hatten und welche Intensität der hat. Das haben wir ausgedruckt und mussten dann überlegen, welche Richtung er nehmen könnte. Ganz ohne die ausgefeilten Computermodelle, die wir heute haben. But from very primitive information. Satelliten wurden zur Taifunvorhersage bereits in den 60er Jahren genutzt. Durch die geostationären Satelliten konnten nun alle Taifune, die sich bildeten, entdeckt werden. Neben normalen Kameras nehmen die Infrarotkameras Bilder der Wärmestrahlung auf. So kann die Temperatur von Wolken, Land- und Meeresoberflächen bestimmt werden. Die Kameras können jedoch nicht sehen, was sich an physikalischen Prozessen unterhalb der Wolkenoberkante abspielt. In den 90er Jahren wurden sogenannte Scatterometer eingesetzt. Dabei werden Mikrowellen ausgestrahlt und die Reflexionen aufgefangen und ausgewertet. So können Windgeschwindigkeit und Windrichtung über der Wasseroberfläche gemessen werden. Die Satelliten der neuesten Generation, wie der europäische METOP-Satellit, liefern noch weit mehr Informationen für die Taifunforscher. Es können Regenmengen, Windgeschwindigkeiten und die Temperatur in verschiedenen Höhen über der Meeresoberfläche gemessen werden. Zum ersten Mal wird so die gesamte Struktur eines Taifuns deutlich. Yokohama. Hier liegt JAMSTEC, Japans zentrales Meeres- und Erdforschungszentrum. In dieser gigantischen Halle mit über 3000 Quadratmetern steht einer der größten Computer der Welt, der Earth Simulator. Der Rechner ist abgeschirmt wie ein Hochsicherheitstrakt. Nur durch eine sichere Panzerglasscheibe darf man dem Computer bei der Arbeit zusehen. Bis 2004 war er mit 35 Billionen Rechenschritten pro Sekunde der schnellste Computer der Welt. Dieser Supercomputer berechnet die Wettervorgänge auf der Erde, also auch die Entwicklung von Taifunen. Alle Vorhersagen, die von den Wetterstationen herausgegeben werden, beruhen heute auf Computersimulationen. Mit Hilfe dieser Simulationen sollen die Zugbahnen der Stürme und ihre Intensität prognostiziert werden, damit die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt werden kann. Die Vorhersagen sind über die letzten Jahrzehnte immer genauer und besser geworden. Trotzdem sind die Ergebnisse noch sehr unbefriedigend. Was ist der Grund dafür? Die Simulationen unseres Computers sind noch nicht präzise genug, weil wir zu wenig und zu ungenaue Klimadaten haben. In den bewohnten Gegenden gibt es zwar zahlreiche Daten, aber von den Meeresgebieten haben wir nicht so viele Klimadaten. Das grobe Raster unserer Beobachtungsdaten führt ebenfalls zu Abweichungen. Um die hieraus resultierenden Fehler zu verringern, muss Folgendes geschehen. Die Beobachtungsdaten müssen präziser werden. Die Auflösung sollte erhöht werden. Das Raster der Beobachtungsdaten muss feiner werden.
Dann müssen wir die Computer schneller machen, damit wir mehr Daten einspeisen und bearbeiten können. Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, dann können auch die Berechnungen allmählich realistisch werden. Können die Ergebnisse der Computersimulationen allein dadurch verbessert werden, dass mehr und bessere Klimadaten verarbeitet werden? Hier haben die Wissenschaftler unterschiedliche Positionen. Sie haben vielleicht Simulationen vom Earth Simulator gesehen, wo also die Welt gezeigt wird und man also sieht, dass da Strömungen drauf stattfinden, dass sich Wolken bilden und größere Wolkengebilde und sowas. Die sehen ja immer sehr realistisch aus. Aber quantitativ stimmen sie leider überhaupt nicht mit der Realität überein. Und da kann man jetzt zwei verschiedene Schlüsse draus ziehen. A, könnte man schließen, naja gut, wir haben es eben doch noch nicht hoch genug aufgelöst, wir müssen eben noch weiter runtergehen. Aber B, und das ist eher meine, das halte ich eher für richtig, ist, dass die Prozesse tatsächlich nicht richtig beschrieben sind im mathematischen Modell, was diesen Simulationen zugrunde liegt. Um die Computersimulationen zu verbessern, reicht es also nicht aus, nur mehr Klimadaten zu sammeln und sie mit noch schnelleren Computern zu verarbeiten. Die Wissenschaftler brauchen mehr mathematisches und physikalisches Wissen, um Computermodelle zu entwickeln, die das Verhalten der Taifune zutreffend charakterisieren. Bislang sind die Forscher nicht in der Lage, in ihren Modellen zu beschreiben, wie aus den Wassermolekülen sich bewegender Wasserdampf wird, und wie sich diese Mikroprozesse auf die gigantischen Wolkenformationen auswirken, die schließlich den Taifun bilden. Die Taifune bleiben also noch unberechenbar. Die Vorhersagen unbefriedigend, weil es an theoretischem Wissen mangelt. Leider wird wenig getan, um dieses Wissen zu schaffen. Im Gegenteil. Also es geht mehr in Richtung Anwendungsbau. Und die Theorie, die im Endeffekt das Fundament bildet für den Punkt, den wir in der Vorhersage tropischer Zyklone mittlerweile erreicht haben, die wird heute nicht mehr gemacht. Und die theoretische Forschung, die man heute macht, die wird sich sicherlich erst in 15, 20 Jahren auswirken. Die gibt es aber in dem Maße nicht mehr, weil Theorie eigentlich kaum noch finanziert wird. Inzwischen hat der Pazifik den Sturm geboren, die Nummer 9 in diesem Jahr. Sein Name? Yagi. Ein Name aus dem Japanischen für einen Sturm, der vielleicht 4000 Kilometer bis nach Japan ziehen wird. Die Taifunjäger in Guam haben eine Computerberechnung begonnen und bringen ihre unterschiedlichen Erfahrungen ein, um einzuschätzen, wie sich der Sturm entwickeln wird. Warnungen gehen an die Menschen auf den umgebenden Inseln heraus, damit sie sich auf den Sturm einstellen können. Okay, what do you think? Auch die Sturmjäger in Hongkong haben den Taifun Yagi im Auge behalten und seine Entwicklung verfolgt. Es bleiben ihnen 3 Tage, um die Zugbahn und Intensität vorherzusagen. Wird er über einer Großstadt wüten oder irgendwo im Gebirge, wo er nicht viel Schaden anrichtet? Bei einer Vorhersage der Zugbahn für 72 Stunden verschätzen sich die Meteorologen im Durchschnitt immer noch um 350 Kilometer. Mittlerweile liegen 10 Vorhersagen aus verschiedenen Ländern vor. Danach soll Yagi in Nord-Taiwan, in Süd-Taiwan oder auf den Philippinen einschlagen. Taiwan, Taichung Air Base. Um die Zugbahn des Taifuns Yagi genauer zu klären, wollen Wissenschaftler des DOTSTAR-Programms mit diesem Flugzeug in den Sturm fliegen und Daten sammeln. Professor Lin und seine Wissenschaftler nutzen beim Flug empfindliche Sensoren, die direkt im Sturm die Daten erfassen. Aus dieser Öffnung werden die Sonden mit den Sensoren abgeworfen. Anders als die robusten Militärmaschinen der Amerikaner, mit denen sie durch den Sturm fliegen, handelt es sich bei der Gulfstream Astra um einen schnellen, leichten Business-Jet. Er ist mit einem stabilen Satellitenfunksystem ausgerüstet,
das die gewonnenen Daten unterwegs sofort überträgt. Letzte Checks der Maschine. Die Piloten überprüfen die Instrumente. Gleich beginnt die nicht ungefährliche Mission. Nach dem Start wird Taifun Yagi zunächst weiträumig umrundet, um einen Überblick über die Wolkenformationen zu bekommen. Lin stellt die Satellitenfunkverbindung her, über die die empfangenen Daten ins Internet gestellt werden. Die Piloten müssen fast bis auf 12 Kilometer Flughöhe steigen, um über den anziehenden Taifun zu kommen. Die Sensoren werden vorbereitet und ein letztes Mal überprüft. Wenn das Flugzeug in die Wolken am Rande des Taifuns Yagi eintaucht, schütteln Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km pro Stunde und heftige Turbulenzen die Maschine durch. Schließlich wird der erste Sensor im Schacht deponiert. Genau an der dafür vorgesehenen Stelle wird die Sonde herauskatapultiert. Während des Absinkens misst sie die eigene Position, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit im Taifun. 15 Minuten brauchen die Sonden für den Fall ins Meer. Die Daten werden zweimal pro Sekunde ans Flugzeug gefunkt. Auf diesem Flug werden insgesamt 20 Sonden an vorher bestimmten Stellen abgeworfen. Bei der Rückkehr des Flugzeuges sind die Daten bereits vom Wetterdienst in Taipeh für die Vorhersage ausgewertet worden. Weltweit können alle Taifunforscher für ihre Arbeit auf die Daten im Internet zugreifen. Die Wissenschaftler sind zufrieden. Sie haben Daten gesammelt, die helfen können, den Taifun besser zu verstehen. Wenn Sie die Daten sehen, dann wird Ihnen erst wirklich klar, wie groß und mächtig dieser Sturm ist. Vorher sind das alles nur Schätzungen oder Vorstellungen aufgrund der Wolkenform. Aber wenn Sie die Daten erfasst haben, wenn Sie all die Windprofile in 3D, also dreidimensional sehen, dann sehen Sie, wie riesig und stark der Sturm wirklich ist. Wow, the storm is really huge and strong. Taiwan wird immer wieder von starken Naturkatastrophen heimgesucht. In den letzten 60 Jahren trafen etwa 175 Taifune das Land. Darunter auch der verheerende Supersturm Sepat im Jahr 2007. Der Sturm kam an einem Abend im August und wütete in Taiwan über Nacht. Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 250 Kilometern pro Stunde sorgten für große Zerstörungen. Der starke Regen und die Flutwelle, die der Sturm vor sich hertrieb, überfluteten große Teile der Küste. 2500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Autoverkehr brach zusammen. Züge wurden stillgelegt und Flüge gestrichen. Die Schäden, die Sepat in dieser Nacht anrichtete, wurden auf 12,7 Millionen US-Dollar geschätzt. In der Nacht fiel der Strom aus. 70.000 Familien verbrachten die Nacht im Dunkeln. Der Taifun zog dann weiter nach China und hinterließ dort Schäden von fast einer halben Milliarde Euro. Während draußen der Sturm tobte, bereiteten sich im ganzen Land Feuerwehr, Katastrophen- und Rettungskräfte auf ihre Arbeit vor. Über Sprechfunk wurden alle Einheiten gebeten, sich in Bereitschaft zu halten. Im Fernsehen wurden die ersten Berichte über das Wüten des Taifuns Sepat gezeigt und Warnungen ausgesprochen. Der hohe Niederschlag, den der Sturm mit sich brachte, führte zu starken Überschwemmungen. In der Sturmnacht fielen örtlich bis zu 900 mm Niederschlag.
Das ist dreimal so viel wie sonst im ganzen Taifunmonat September fällt. Innerhalb von Stunden wurden Bäche zu reißenden Strömen. Zurück zu Yagi. Obwohl die Daten des Dotstar-Fluges zu bestätigen scheinen, dass der Sturm nach Nord-Taiwan zieht, narrt er die Wissenschaftler und dreht in Richtung Japan ab. Alle Linienflüge in dieser Gegend erhalten Sturmwarnungen und umfliegen den Taifun. In der Ferne kann man das Wolkenungetüm sehen, das jedoch aus dem Flugzeug sehr friedlich anmutet. Es regnet und stürmt in Tokio. Die Japaner nehmen das gelassen hin, für sie gehört das zum Sommer. In der Taifunzentrale des japanischen Wetterdienstes JMA laufen alle Fäden zusammen. Die neuesten Satellitenbilder werden analysiert, die Einschätzungen des Taifuns an die Fernsehstationen weitergegeben. Seit über 100 Jahren, seit dem Kaiser Meiji, versuchen die Japaner, Taifune vorherzusagen. Doch auch noch heute, trotz aller Technik, spüren sie, dass sie den Sturm draußen vor der Küste nicht verstehen. Er bleibt unberechenbar. In der japanischen Kultur ist der Mensch vor allem Teil der Natur. Berge, Bäche und auch der Taifun vor der Küste sind göttlich. Götter sind hier jedoch nicht allmächtig. Sie haben menschliche Fehler, sind manchmal sogar hinterhältig. In diesem Wald wohnt Kasakami, der Gott des Windes und der Atmosphäre, Herr über die Taifune. Toshio Sugiura ist der Oberpriester des Kasakami-Schreins nördlich von Nagoya. In der Nähe wütete 1959 der Isewan-Taifun. Die gezackten Papierstreifen, Shide, zeigen an, dass das ein Ort Gottes ist. Mit viel Hingabe erneuert der Mitarbeiter des Priesters die Zeichen. Sugiura glaubt, wenn man gut zum Windgott ist, dann beschützt er einen auch. Jedes Jahr wird hier der Gott des Windes darum gebeten, dass es in diesem Gebiet nur wenige Taifune geben mag. Das hilft, versichert Priester Sugiura. Dieser Schrein ist ein Beispiel für den Glauben der Japaner. Die rituelle Gebetsstange mit den Papierstreifen spielt dabei eine wichtige Rolle. Beim Windgebet wird die Stange in das Luftloch des Felsens gestellt, in dem der Windgott wohnt. Dann prognostiziert der Windgott Anzahl und Stärke der Taifune des nächsten Jahres, indem er die kleinen Glocken und die Papierstreifen am Stock bewegt. Taifun Yagi zieht auf die Küste Zentraljapans zu. Die Vorhersagen lassen erkennen, dass der Ort Numazu genau getroffen wird. Auch Fischer Harada hatte seinen Gott des Meeres um Beistand gebeten. Trotzdem, die Vorläufer von Yagi haben die Küste bei Numazu erreicht. Sie zerren an den Leinen der Boote. Seine Aquakultur mit den wertvollen Fischen draußen in der Bucht kann er jetzt nicht mehr schützen. Jetzt muss er sich um seine Boote kümmern. Harada kann nur hoffen und beten, dass keine Sturmflut wie vor ein paar Jahren die Boote aufs Ufer drückt. Er versucht, seine Boote mit den Tauen auf dem Wasser zu sichern, damit sie keinen Schaden nehmen. Nun wird es Zeit für Fischer Harada auch noch zum Feuerwehrmann Harada zu werden. Er ist mit seinen Nachbarn zur Sturmwache eingeteilt. Sie werden die Nacht über in der Feuerwache ausharren, um im Notfall eingreifen zu können. Im Fernsehen kommen die neuesten Vorhersagen für die Nacht. Der Sturm ist jetzt sehr schnell geworden.
ändert die Zugbahn seines Zentrums im Stundentakt. Die Sirene warnt die Bewohner des Ortes vor der Gefahr. Und dann bricht Yagi los. Zuerst mit über 160 Stundenkilometern über den vorgelagerten Izu-Insel. Er überflutet Straßen, kappt Strommasten und reißt einige Fischerboote aus der Verankerung. In der Zentrale der Feuerwehr von Numazu atmen die Verantwortlichen auf, denn wieder hat Yagi seine Richtung gewechselt. Eben noch ging er direkt auf Numazu zu, nun dreht er nur wenige Kilometer ostwärts Richtung Tokio ab. Numazu wird nur am Rande gestreift. Alle Straßen rund um die Stadt sind bereits verstopft. Kein LKW kommt hier mehr durch. TBS ist einer der größten japanischen TV-Sender. Hier, bei der zentralen Wetterkonferenz, wird die Berichterstattung über den Taifun für die 17 Uhr Abendschau besprochen. Hiroki Iwasaki koordiniert die Arbeit hier im Studio und die Reporter, die an verschiedenen Stellen der Stadt über den Sturm berichten oder Bilder und Beiträge mit in den Sender bringen. Taifun Yagi ist die Top-Nachricht des Tages. Im Schnittraum ist die Cutterin dabei, Archivbilder zu schneiden, die zeigen, welche Schäden die Taifune des letzten Jahres in Tokio angerichtet haben. Tausend Taifune sind in den letzten 400 Jahren über Japan gezogen. Im Frühjahr und Herbst heißen sie hier Ame-Taifu, also Regentaifune, während sie im Sommer Kase-Taifu, also Windtaifune heißen, weil bei ihnen besonders starke Winde auftreten. Taifun Yagi trifft vor allem das Transportsystem Tokios. Über 100.000 Passagiere stranden in der Stadt, weil die Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen nach Süden die Stadt nicht verlassen können. In der Nacht wird die Stromversorgung für ganze Stadtteile zeitweilig zusammenbrechen. Ebenso werden fast 300 Inlandsflüge gestrichen. Der Flughafen Haneda, der viertgrößte der Welt, wird vorübergehend geschlossen. Derweil bereitet sich Masamitsu Morita, der bekannteste Wettermann in Japan, auf seinen Auftritt vor. Ich dürfte es ja nicht sagen, aber ich liebe Taifune. Alle Leute verabscheuen sie. Aber wenn es sie nicht gäbe, würde die warme Luft der tropischen Gebiete und mit ihr der Regen nicht in den Norden kommen. Wenn es keine Taifune gäbe, dann würde die Welt, unser Erdball, sehr eigenartig aussehen. Taifune halten das natürliche Gleichgewicht aufrecht. Heute wollen die Zuschauer vom Wettermann in der 17-Uhr-Sendung wissen, wo genau der Taifun Yagi in diesen Stunden über Tokio hinwegjagen wird. Wie stark er sein wird und ob sie besondere Schutzmaßnahmen treffen müssen. Was Morita sagt, hat Gewicht. Pro Saison berichten er und sein Team über etwa 10 Stürme. Laufend kommen neue Informationen im Studio an. Da der Taifun jetzt direkt auf Tokio zielt, kann Morita die Zugbahn sehr präzise erklären. Das hilft hoffentlich, Opfer zu vermeiden.
Erst am nächsten Morgen wird das ganze Ausmaß der Zerstörungen klar. Zum ersten Mal seit 50 Jahren tritt der Tama-Fluss, der durch Tokio führt, über die Ufer. Wichtige Verbindungsstraßen ins Hinterland werden überflutet. Millionen Pendler müssen zu Hause bleiben. Bei einem Erdrutsch sterben die ersten Opfer dieses Taifuns. Am Ufer des Tama-Flusses müssen 30 Obdachlose mit Hubschraubern gerettet werden. Der Taifun hatte sie überrascht. Nach dem Sturm fährt Harada zum ersten Mal zu seinen Fischernetzen in die Bucht. Es sind immer bange Momente, bevor er die Schäden sieht. Diesmal hatte er noch einmal Glück. Nur ein paar seiner Fische verendeten, weil das schmutzige Wasser, das der Taifun in die Bucht trieb, ihre empfindlichen Kiemen verstopfte. Die muss er jetzt bergen, sich um die Überlebenden kümmern. Wir leben hier mit der Natur. Taifune gehören dazu. Wir nehmen die Fische aus dem Meer heraus. Darum nimmt uns das Meer auch immer wieder etwas weg. Das ist der Ausgleich. Wir leben im Ausgleich mit der Natur. Fischer Harada hat sich damit abgefunden, dass die Taifune noch häufiger seinen Weg kreuzen werden. Trotzdem hoffen die Küstenbewohner des Pazifiks darauf, dass die Wissenschaftler die tropischen Wirbelstürme endlich genauer vorhersagen können.